Cook, Serve, Delicious. Folge 168. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, hier ist sie, die nächste Folge. Die letzte Folge war die Friseusen-Folge, ja nicht ganz, eher die Friteusen-Folge, die sehr erfolgreich war. Also ich hatte nahezu perfekt. Es war praktisch perfekt. Es fehlte nur ein Abspülen. Der Rest passte und ich habe die Wette gewonnen. Es war eine lustige Folge, könnt ihr euch anschauen. War auf jeden Fall amüsant. Ich wollte mal kurz da reinschauen, wie es aussieht. Ja gut, Breakfast haben wir ein bisschen gemacht. Ansonsten, was wir gemacht haben, hat da nicht wirklich reingezählt. Aber auf was ich mich heute extrem freue, ist, haben wir alles successful gefundet. Und jetzt müssten wir eigentlich ein Achievement bekommen, dass wir alles, was es gab, eben unterstützt, verspendet oder gefundet haben. Obwohl wir das nicht mit 2000 gemacht haben. Oder haben wir es mit 2000 gemacht? Nee, wir hatten, glaube ich, normal, oder? Ich glaube ja, mit diesen 500. Jetzt müsste es eigentlich direkt ein Achievement geben. Jetzt freue ich mich. Und ihr hoffentlich auch. Okay, vielleicht, wenn ich rausgehe oder das annehme oder so. Click and start funding successful. Congrats. Your funding helped push the project over the edge to be successfully funded. Here now is a message from the project designer. My goodness, I didn't think we'd make it. Thank you for your funds. I've already hand-carved and delivered a statue directly to the restaurant front as shown in the attached picture. Looks beautiful. Customers will definitely be a lot more patient now. Ja, eine Message vom Designer. Er freut sich übelst und dankt mir für das Geld. Und er hat bereits eine Statue Richtung meinen Eingang, also vom Restaurant, geschickt gestellt, wie auf dem Foto zu sehen. Und jetzt sind, das wusste ich gar nicht, die Customer wohl geduldiger. Also man hat mehr Zeit. Das klingt sehr verlockend. Ja. Und dann steht hier nur, thank you for contribution to click and start, watch for more projects soon. Ja gut, mehr Projects gibt's nicht, das waren alle. Und insofern, normalerweise sollte jetzt ein Achievement kommen, wenn ich hier auf Back gehe. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Nicht. Okay. Dann verstehe ich es nicht. Also entweder hatte ich dann irgendwas noch nicht erfolgreich gefundet, oder es buggt. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass ich irgendwas nicht gefundet habe. Ich weiß gar nicht, ob man das... Kann man das irgendwo sehen? Was man alles gefundet hat oder nicht? Müsste ich mal nachforschen im Netz, was man alles funden kann. Also ich war der Meinung, es war alles. Aber beschwören könnte ich das natürlich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Weil es gibt ein Achievement, wenn man... Obwohl, war das nicht mal so, dass ich einmal... Was war das? Da bin ich bei... Bin ich irgendwo rein, wieder raus. Active Menu oder so. Vielleicht klappt ja das wie so ein Buggy. Nein. Dann weiß ich es nicht. Also entweder glitcht das. Oder ich habe irgendwas nicht gefunden, dass noch mehr kommt. Dass ich jetzt nicht richtig im Ding habe. Im Kopf. Möglich. Möglich. Mag ich jetzt gar nicht bezweifeln oder wie man sagen will. Was ist eigentlich der Battle Kitchen Blue Star? Das wäre auch mal interessant. Kann man sich auch noch irgendwie... Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich nachschauen kann, was jetzt alles gefundet von mir wurde. Bei Equipment ist es nicht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Und Upgrade Foods? Nö. Extra Events ist es natürlich auch nicht. Checklist ist es nicht. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht mal in Ruhe nachschauen. Ich weiß nicht, wo man das nachschaut, was ich alles erfolgreich gefundet habe. Eigentlich dachte ich mir, das steht irgendwo im Equipment, was wir aufgebaut haben und was nicht und alles. Ich meine, wir haben einiges gefundet, die Toilette gefundet und so weiter. Aber anscheinend sieht man das gar nicht. Also wenn es einer von euch weiß, kann er mir auch sagen, wo kann ich denn jetzt nochmal nachschauen, was ich alles habe und ja, wo ist wiederum, oder warum habe ich kein Achievement? Fehlt da noch irgendwas, was man hätte finden können? Wir warten es einfach mal ab. Ich schaue mal im Netz dann bis zur nächsten Folge. Aber jetzt machen wir hier mal weiter. Menu Rot, das müsste der Fisch sein und eine Inspection. Ja gut, von mir aus. Heute hätte ich gesagt, guck mal, dass wir wieder ein bisschen weiter pushen bezüglich dem hier. Gehen wir wieder auf Breakfast, hätte ich gesagt, damit wir das mal fertig kriegen. Schauen wir mal, was wir da raus und rein tun können. Also die müssen raus. Ja gut, was haben wir denn jetzt noch? Wenn Hashbrowns rausfliegt, haben wir das schon nicht mehr. Und Kaffee, ja gut, das kann nicht rausfliegen. Es ist halt nur Kaffee, Hashbrowns, dieses Sandwich und Pancakes, die ich nicht ausstehen kann. Dann machen wir auf jeden Fall mal die zwei. Dann ist das das Einzige in Bezug auf Breakfast. Also das verstehe ich jetzt nicht mit diesem Funding.
Aber okay, keine Ahnung. Kapiere ich jetzt auch nicht so ganz. Vielleicht fehlt auch noch was oder es buggt. Also ich muss mir das mal anschauen. Ich verstehe es nicht. Ja gut, wir könnten ein bisschen Sushi oder sowas machen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Weil das ist ja auch noch Specialty Food. Da können wir auch noch ein bisschen pushen. Ich glaube nicht, dass wir da, ich hoffe es zumindest nicht, da große Probleme kriegen werden bezüglich der Dauer. Ich muss mir nur überlegen, was ich noch mit reinpacke. Ich hätte gesagt, Hummer machen wir auch noch. Das ist, Hummer ist nicht so anstrengend. Also wir müssen hier oben zwar was machen, jetzt vollends, was jetzt nicht so schwer ist. Aber Hummer und Sushi müsste Specialty Food sein. Wenn ich mich nicht total täusche. Ist nur die Frage, was wir jetzt. Ja, ihr wisst schon. Wir können auch Kaffee mal als Daily machen, in der Hoffnung. Schieben wir das mal nach oben, dann passt dazu. In der Hoffnung, dass viel Kaffee kommt, das pusht ja. Aber was machen wir jetzt noch am Rest? Das Schützenfest. Ja, ist eine gute Frage. Ich würde gerne irgendwas machen, weil ich die zwei Sachen habe, die dauern. Was nicht so schwer ist. Gute Frage. Machen wir nochmal Bier, hätte ich gesagt. Warum eigentlich nicht? Und. Weiß ich nicht. Irgendwas Einfaches nochmal. Was jetzt auch nicht 5 Jahre dauert. Ich hätte Hash Browns gemacht nochmal, aber. Ja. Also nicht. Einfach ist auch gut gesagt oder leicht gesagt. Ich habe echt überlegt, ob ich das Sushi noch upgraden soll. Aber ich weiß nicht, ob das Geld reicht. Sonst sparen wir das. Ach, machen wir nochmal Pommes. Bier und Pommes, dann dieses Specialty und oben Frühstück. Das sieht doch nicht mal schlecht aus, machen wir so. Ich weiß nicht, können wir das upgraden, das Sushi? Ja, das machen wir dann auch. Dann haben wir da wenigstens noch ein Upgrade gemacht. Dann ist es nur noch eins. Es scheint ja nicht so viel zu sein. Kostet 1,2. Sushi. Add a bit of luxury to your sushi offering with the yellow tail. Also es kommt noch so ein Gelbschwanz dazu. Consider it to be on the high end of sushi sampling. Also es ist dann schon royal, so quasi. This piece of fish is one that goes great with just about any sushi on the tray. And its wonderful flavor will keep your customers coming more. Also es harmoniert mit jedem Fisch und die Customer werden es lieben quasi. Na gut, das können wir machen. Wenn wir schon Sushi drauf haben. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir den Tag starten, sonst wird die Folge so ewig. Machen wir das einfach. Ob ich das jetzt perfekt kriege, weiß ich nicht, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber das mit dem Ding habe ich nicht verstanden. Sugar ist das. Okay. Nee, das mit dem Achievement, also wenn da buggt das oder es fehlt was. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, ich wäre fertig. Ich habe mich eigentlich gefreut, aber. Okay. Egg, Bacon, Cheese und Ham. Mit Sugar. Sugar, Sugar. Sea Salt, okay. Ginger und Spicy. Just Ham. Just Coffee. Mit normalem Salz. 1, 2, 3. Fisch habe ich gar nicht drauf. Da brauche ich gar nicht so die Hand so liegen haben, wie ich sie gerade liegen habe. Egg, Sausage, Bacon. Ich bin ein bisschen hinten dran, finde ich. Das heißt drum. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. Zum Glück ist dafür noch nicht viel gekommen. Das dauert mir alles irgendwie ein bisschen zu lange, aber kann man nicht ändern. Hier können wir mal kochen. Oh je, jetzt kommt aber jede Menge Sushi. Wie soll ich das schaffen? Abby, Roe, Toro, Toro, Tuna und 1, 2, 3. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, wie ich das schaffen soll, muss ich gestehen. Abby, Roe, Tuna, 1, 2, 3, 4, 5. Wird schwer, glaube ich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ah! Und schon war es falsch. Ich habe einmal zu viel geklickt, muss ich gestehen. Salmon, Makarel. Ich habe schnell geklickt. Also ich wollte schnell klicken und schon war es nix. 1, 2, 3, Toro, 2 mal Tuna. Jetzt rutscht mir eine Chore raus, aber das kenne ich schon, das Problem. Dass mir der Chore rausrutscht. Ja gut, kann ich nicht ändern. Das hatte ich mir in der letzten Folge schon. Garlic Ginger.
1, 2. Ich dachte, ich krieg die Toilette noch. Habe ich auch. Ja, dass man nicht rutscht, das kennen wir ja schon. Das war letzte Folge schon der Perfect Killer. Ich finde, es geht aber irgendwie noch. 1, 2, 3. Wenn man so will. Der einzige Fehler war die Chore, wie beim letzten Mal. Genau wie beim letzten Mal. Und dass ich einmal zu schnell geklickt habe und einmal zu viel dadurch. Das war's. Mein Fehler. Und noch geht es. Wenn es jetzt nicht noch übler wird, ist es okay. Es ist halt echt mega viel los. Nicht wieder einmal zu viel machen. Garlic Ginger. Die Reihenfolge dürfte egal sein. Genau. Hacker Bacon. Man muss da kurz umdenken jedes Mal. Egg and Sausage. Bin gar nicht so unzufrieden gerade. Die Fehler waren nicht so dramatisch, finde ich. Nein, ich hatte doch gerade schon geklickt. Mann, das war eine Sekunde vielleicht. Ah, bitte. Ich hatte gerade... Ah. Aber es war nur Medium. Es war nur Medium. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt das Gefühl habe, dass die ein bisschen mehr Geduld haben. Etwas vielleicht, ja. Ah, das war jetzt blöd mit dem Medium, so unnötig. Ich hatte gerade geklickt. Aber es ist ja oft zu knapp. Es ist ja oft zu knapp. Also viel mehr Fehler möchte ich jetzt aber nicht machen, wenn es geht. Garlic Ginger. Egg und Ham. Den Hummer können wir so ein bisschen ziehen. Cocktail. Ginger. Das ist so am unnötigsten, finde ich, wenn man fertige Speisen kaputt gehen lässt. Das ist von allen Sachen die unnötigste Art und Weise. Roll, Tuna, Tuna, Salmon und 1, 2, 3. Egg, Sausage, Bacon. Ich finde, ich halte mich doch gar nicht so schlecht. Ich habe seit einem Monat nicht mehr gespielt. Und Sushi ist nicht ohne. Heavy, Roll, 1, 2, 3, 4, 5. Da muss ich aufpassen, nicht einmal zu viel. Das hatte ich ja beim ersten Fehler. Ich finde, ich halte mich wacker. Sausage, Bacon. Den kochen wir mal. Was haben wir hier? Sausage, Cheese. Ich will die Lobster nicht auf einmal kochen. Ich will 1, 2, 3, mir da ein bisschen den Stress ersparen. Mit Zucker möchte ich das haben. Oder sie, was auch immer. Okay, one cup of cocktail. Amen. Jetzt kochen wir den in aller Ruhe. Rush Hour ist auch schon vorbei und es ist immer noch stressig. Das ist das Kranke an der Sache. Einmal Cocktail. Ich dachte, den Kaffee kann ich schneller fertig kriegen. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Ein Garlic und Spicy Cup. Egg, Sausage, Cheese. Den kochen wir. Salt and Sugar. Ja, jetzt muss ich wieder die Chore durchrutschen lassen, oder? Schaffe ich es noch? Nein! Ah, wieder so knapp. Vielleicht hätte ich andersrum machen sollen, aber das ist immer so eine Sekundenentscheidung. Vielleicht hätte ich das andersrum machen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Creamer 1, 2. Jetzt verbrennt mir das hier. Cocktail Ginger. Oh, den habe ich noch gekriegt. Ja, ist ja gut. Ich gucke ja gleich. Ich gucke das zum Schluss, wenn ich darf. Ich mache das jetzt nicht als erstes. Ja, gut, ich muss. Jetzt lasst er mich wieder nicht raus. Ah, nee, okay. Toro. Nein, jetzt geht das zweite auch noch. 1, 2. Und schnell den Yellow Tail. Zack. Ja, also, komm. Ich habe echt alles gegeben. Ich fand es nicht schlecht. Also, wenn man mal wieder von den Chores absieht, das mache ich immer ganz gerne, weil das ist halt so... Das hat halt nichts mit der Kundschaft zu tun. Habe ich einmal Average gemacht, da ist mir das verbrannt. Ja. Und einmal ist es mir, glaube ich, rausgerutscht. Aber auch in dem Fall finde ich, schlecht ist anders. Also ich sehe es so. Das mit dem Sushi finde ich, ich habe einmal ein falsches Sushi. Das müsste das Bad gewesen sein. Da wollte ich so 1, 2, 3, 4 klicken und habe einmal zu viel geklickt. Das war das Bad. Und das Average war dieser Frühstücksburger, wo ich eine halbe Sekunde zu spät geklickt habe und der so leicht angebrannt war. Und das war's. Ich finde gerade
Die Dings habe ich gut gemacht, die Sushi-Platten und die Chores. Ich hoffe halt nur, dass ich jetzt keinen Ärger kriege, weil da ja dieser Ding war, dieser Inspection Day, weil ich da zwei Chores versaubeutelt habe. Ob jetzt vielleicht was kommt wegen Achievement, weil das ein neuer Tag anfängt oder so? Nee, also irgendwie ist das komisch. Inspection failed. Oh, das habe ich auch noch nie geschafft. Und was passiert jetzt? Aber da habt ihr das auch mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeiner Folge schon mal hatte. Aber Inspection failed. I regret to inform you that you failed your inspection yesterday. I was not happy that you ignored some of the chores at hand that keeps the restaurant clean and instead focused on other tasks. Ja, aufs Essen habe ich mich halt konzentriert. Public health and safety should always be your top priority. I will publishing this report on our website today. I hope you do better next time. Ich hatte das, glaube ich, einmal. Schon mal. Ja, es bringt halt den Bass nach unten 10%. Also sie war nicht zufrieden. Aber es muss auch mal sein. Ja, gut. Okay, das war auf jeden Fall die Folge. Mehr als die zwei wollte ich auch nicht bringen. Ich war nicht sehr zufrieden. Jetzt muss ich mal ein bisschen analysieren, warum ich das Achievement nicht bekommen habe. Vielleicht wird aber auch noch etwas mehr gefundet. Ich schaue mir das mal in Ruhe an. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, ja, lasst doch mal ein Like da. Da würde ich mich echt freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.